Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dead Life Rio Reincarnation. Mit mir, Chris. Rio Chris. Und ja, wir sind jetzt ein ganzes Stück back. Wir sind jetzt bei Tag 3, bei der Entscheidung, falls ihr euch erinnern könnt, an den Spielplatz. Weil wir spielen jetzt das. Wir wollen jetzt das Marina Ending durchspielen. Und ja, dafür müssen wir hier die Entscheidung ändern, weil sonst kommen wir zu dem Ending nicht. I think everything isn't always about being right. Is that your answer? I still don't know. But to have you guys disappear and for everything to end, I just can't accept that. I see you're too nice at times like these. Marina's smile in the sunset was so beautiful yet fleeting. It was loving. Is that beauty going to flutter away? No, that can't be true. I've discovered it for the first time. Marina Arisu is a girl who can smile like this. Wow, das war's? Okay. Skippy, skippy, skip, skip, boys. Das war nicht viel Content. Kontext. So, und danach haben wir nochmal die andere Entscheidung. Die ist dann wieder gleich. Das ist dann wieder die gleiche. Und dann ist nochmal die gleiche. Also, eigentlich haben wir jetzt nur wirklich eine einzige Sache geändert. Also zum Unterschied zum letzten Mal. Jetzt müssen wir das halt wieder alles durchskippen. Aber ist nicht so schlimm. Rio Reincarnation ist ja verhältnismäßig kurz, wenn man es mit anderen Dead or Alive-Spielen vergleicht. Kurz würde ich es jetzt aber trotzdem nicht nennen, weil selbst hier sitzen wir jetzt auch schon wieder einige Stunden dabei. Aber ja, im Vergleich zu Rhinotopia und Arizona, da ist es wohl wirklich relativ kurz. Bei den beiden Spielen kannst du legit 5 Stunden am Stück zocken und kommst gefühlt nicht mal weiter. Gefühlt, wohlgemerkt. So, das ist wieder Skip alles bis zum Schluss. Das ist wieder nur die letzte Entscheidung, ist jetzt wieder nur anders. Also ist es nicht anders, aber der Text wird anders sein. Jetzt gleich. Un momento. I thought about Rio. Let's go. So. Wird wahrscheinlich jetzt dann gleich ändern. Oder auch nicht. Wait. Warum ist das jetzt... Vielleicht hätte ich weiter zurückgehen müssen, aber ich dachte, es waren eigentlich genau die gleichen Entscheidungen. Ich bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher, dass es die gleichen Entscheidungen waren. Skippen wir mal ein bisschen vorsichtig. Vielleicht erst am Ende. Vielleicht ist wirklich nur das allerletzte, wirklich nur das, die nach den Credits, vielleicht ist wirklich nur das anders. Ja. Maybe. Oh, tatsächlich. Ja. One week had passed. Rina is here. Maria is here. Everyone's here. The usual daily lives in this world. But Rio wasn't here. And Marina, who accepted the powers from Rio as well. But then it all changed today. I'll be waiting. A text with just 3 words, no location, a one-sided promise, but this text had so much meaning. I don't know why, but that's how I felt. So I came here, the place I met Marina for the first time. She should be. Found you. I knew you'd be here. Oh man, so you did find me. It's been about a week. Fuck. Yeah, I was worried I couldn't find you, so I thought maybe you were still in Maria. Hey Shido Itsuka, this world is huge. Yeah, it is. The starry skies are all connected, but this Eden is. It's connected. Huh? Mind went blank. Eden was closed off Wonderland. We shouldn't be able to leave Tango City, a room made to keep the world repeating itself. Why do you look so dumbfounded? This Eden changed its settings since I became the ruler. No, I changed them. Yeah.
You changed its settings? Time will not loop infinitely. It will only move forward. There is no end of the world. That is what this Eden is. It goes until Shido Itsuka dies. Erstmal vom Bus überfahren werden. Truck-kun. Oh boy, Truck-kun. Until I die, then you and Rinne can only exist. That's right. Maybe 30 or 50 years, or it could be 10 years. Is that okay with you, the promise you made with Ryo? It's fine like this. Humans die someday too. Rin is an Ogami and I received the future from Ryo to live as humans. Future to live as humans. It's nothing special. This is all a dream that you'll forget when you wake up, so you can do anything and everything will come true. A dream, huh? I see. So if I die, Eden will end and we'll forget everything and return back to the original world. That just means that everyone living in this town will be guaranteed a future, even if that means they have to live a fake daily life for a little while. So that's why I decided to live life to the fullest. I want to live this life. The time that Ryo gave, one step at a time, it's precious. I'm rooting for you, Marina. I want to help if I can. Really? You really think you will? Why would I lie about this? Unlike you, I keep the promises I make. Then come here. Okay. I did as she asked and went to the stairs. Then Marina, who was a few steps before me, reached me for me. If I do this, I can look you straight in the face. Well, guys are usually taller. Hey, wait, what are you doing? I told you that I'm going to live life to the fullest, didn't I? So I'm going to do what I want. Cringe. So how does this connect? Well, I don't blame you for being confused. I'm not very honest, and you're very dull about these things. I don't get it at all. That's why I said you're a dummy. There's only one reason why we're like this. Der Typ ist halt echt, der hat einen Hirnfehler oder so. Das ist unglaublich, Alter. She looked straight at me. It was similar to when Maria looked into my eyes before. I love you, Shido Itsuka. Te quiero. Te quiero. Oh, Senora, te quiero. I was so shy that I wanted to turn away, but Marina had her arms around my neck and wouldn't let me. I can't help it. You're the first person I've been honest with. I mean, you're always looking after me. I can't help but get the wrong idea. Ah, fuck. Well, I was. It's fine. This is me confessing my love to you, but Ryo called me mother. Ryo did call Marina mother before she disappeared. She called Marina Mama, but she referred to Marina as one who raised her as a mother. I can't run away then, can I? Until I tell father how I really feel about her. Marina, you don't have to give me an answer, even if you choose another person. It won't change the fact that I have feelings for you. This is real. Ich verstehe das gerade richtig, wie sie jetzt... Shido ist jetzt ihr Vater und sie will ihn küssen? So let me take my first step, okay? I felt her breath as it neared. The somewhat sweet scent of a girl. I could feel my heart starting to race. Marina looked a little scared, and that made my heart pound for her. If you ended up not kissing, I felt like she would disappear, so I let the kiss happen. Her acting, though, was all an act. Deep down, she felt lonely. I felt like Marina's emotion flowed inside me through her soft lips. I want to help Marina. I want to be by her side when she's feeling lonely, but I think it's still not love yet. As our lips parted, Marina's eyes opened for a second. I wanted to linger, but reason made it go away. Sorry, I still don't know. I have feelings for you. If I have feelings for you or not. I know that already, Shido. You're too nice, so I know you can't decide on the most important person for yourself. I guess, huh? Pathetic, huh? Seriously, you're so pathetic. Don't laugh. I mean, I know it's kind of true. Yeah, but Shido, when you kissed me, you kind of looked like a pretty cool idiot.
I doubt it. Der Typ ist 1,60 groß und sieht aus wie ein Dreijähriger. Eigentlich wollte ich Grundschüler sagen. Drittklässler oder Grundschüler, ja. What do you mean by that? Should you say that, but I know you know. No, I have no idea what you're talking about. It's true, before we kissed, I kind of felt like I was floating from the heat. Gosh, then I do it so you know. Please. What are you going to do? As I said that, I felt my heart pounding fast again. Maybe I'm not as nice as I thought. It's easy, we do it again. And then Maria laughed like a girl playing a joke. Okay. Nice. Das war das nächste Ending. Okay. Dann, ich habe das leider nicht abgespeichert, weil ich ein Vollidiot bin. Also, wir müssen jetzt hier nochmal hin. Bis hierhin ist immer alles gleich. Und dann, dann müssen wir Save 32. Ja, genau. Also bei der nächsten Entscheidung, die muss ich mal abspeichern, weil das ist die wichtigste und die habe ich nicht abgespeichert. Kein einziges Mal. Ich verstehe nicht wieso, das war so retarded, ey. Aber ich habe es einfach nicht gemacht, keine Ahnung. Habe ich im Nachhinein auch nicht verstanden. Aber damals dachte ich wohl, dass das eine gute Idee ist, das nicht abzuspeichern. Na, ich habe es wahrscheinlich einfach vergessen. So, jetzt kommt die Entscheidung. So, jetzt müssen wir das abspeichern. So. Und dann sind wir bei... Sorry, I can't really put it into words. Sorry, I can't really put it into words. Ich habe zwar keine Ahnung, worüber die gerade geredet haben, aber hey. Was? Das hat ja gar nichts geändert. What? Ja gut, okay. War anscheinend auch nicht so wichtig. Lol. Ja, ab hier kennen wir eh alle Entscheidungen schon. Ab hier haben wir alles schon durch. Und das Ende müsste es nur wieder nach den Credits anders sein. Also müsste jetzt eigentlich wieder alles gleich sein. Nur nach den Credits ist der Unterschied. Oh boy. Ja, aber im Verhältnis gesehen zu den anderen beiden Spielen ist es schon deutlich kürzer. Also knapp die Hälfte nicht mal wahrscheinlich. Ein Drittel würde ich schätzen. Also ich meine, gut, okay, man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben jetzt keine einzige Nebenquest gemacht und wir haben straight durchgerusht, muss man natürlich schon dazu sagen. Also ich meine, wenn man es komplett durchspielt, alle Texte liest, also auch wirklich liest, nicht nur durchskippt, würde man jetzt wahrscheinlich locker nochmal 6 Stunden hier sitzen, ja. Wartet, I can't let that happen. Ah, nee, never mind. Eine Antwort haben wir noch nicht genommen, dieses mit dem if I, it's easy if I let it happen. Das kommt dann auch noch. Aber ja, ich meine, wenn man die ganzen Nebenquests noch macht und alles vor allem, weil bei Tag 1 kannst du ja mit, ein Date mit allen machen. Aber ich glaube fast, dass Tag 1 und 2 sind vollkommen irrelevant. Es geht nur um Tag 3 und 4. Aber trotzdem, also wenn du das alles durchspielst, bist du safe Minimum nochmal 5, 6 Stunden beschäftigt. Aber wie gesagt, ich bin jetzt eh nicht so der Fan von diesen ganzen Filler-Dingern gewesen, weil ich das einfach sinnlos fand, dass du da 20 Stunden rumklickst und relevant von diesen 20 Stunden waren genau 2 Stunden. Und das hat mich aber in den ersten beiden Games ziemlich getriggert, also bin ich jetzt froh, dass man es hier nicht durchspielen muss, um zum True-Ending zu kommen, sondern dass man hier entscheiden kann, True-Ending oder, ja, will ich alles spielen. So, und jetzt müssen wir wieder I Thought About Rio machen und jetzt müsste eigentlich wieder alles gleich sein, das war ja vorher auch so. Genau, und dann ist wieder Credits und dann kommt was Neues. Irgendwann wird es nicht so sein, ich werde alles skippen wahrscheinlich. Hoffentlich nicht. So. Biusch. Biusch. So. And new text, boys. Und girls.
So, okay, so I have my house keys, wallet, all here. What's left? My handkerchief. Wait, I already put it in, huh? 10 years had passed since then. I graduated college, and with Kotori and the other support, I opened a small cafe. The cafe is doing all right, or rather, thanks to my regulars who came to eat dinner almost every day, I can say it's doing pretty well. Was wird mir das immer noch genauso aussieht wie damals? Warum nennt sie ihn Papa? Sorry, give me a little more time. So what's left? Oh, camera, got it. I'm on my way. The staff in the cafe were myself, the manager, and 2 others. Maria, who followed the same path, and my wife, Rine. In my life, I think I'm the happiest. Rine and I got married before we opened the cafe. Of course I proposed. The things that happened there were all a distant memory. Let's be together forever. We didn't need a big wedding, but us got involved and it ended up being pretty big. It was very uncomfortable when they told us to have kids quickly. Jetzt wo ihr verheiratet seid, schwängern sie mal, Bro. But then we had a daughter and... Ja, oh, wahrscheinlich sieht die genauso aus, oder wahrscheinlich. Sorry, it took me so long to get ready, you can eat whatever you want for lunch. Schau, wie sie ihn nicht zeigen, weil er auch immer noch genauso aussieht. Was für 10 Jahre. Vor allem sie sieht einfach literally genauso aus. Really, is that more delicious than your food? I can't say so in general, but... Hey, Rio, of course, Shido's food is the best. Yeah, Shido's food is the most delicious. Aber Rines food is just as good too. All the pigs and bunnies said so. Pigs and bunnies? Thank you. Come, Shido is here, so let's get going. Yay, let's go. We're going out, with Shido and Rine. Übrigens lese ich das deswegen nicht vor, weil das einfach nur sau komisch ist, das die ganze Zeit vorzulesen. Und sich dann meine Family auch denkt, was ich hier eigentlich mache. Wenn ich 60 Mal Papa und Mama in 50 Sekunden sage. Hey Rio, if you pull too hard, it's hard for us to walk. It's been a while since we all went out like this, so let's take it slow. Right, Shido? Also, du nervt das echt ein bisschen, muss ich sagen. Vor allem, weil sie ihn halt auch so nennt, so. What the fuck, Alter? Yeah, alright, let's take a stroll to the station. Okay, walk slowly. Taking a stroll with Shido and Trina. You really like to sing, don't you, Rio? Yeah, I love it. The singing teacher said I can visit her anytime. She said she'd teach me, so I'm going to go and get even better. Rio, let's wait for that until you're a little older, okay? Why? Rio wants to become a better. Or is the other teacher better? She was saying DNA-wise, blah blah. What the fuck? Rio, that too. Let's wait till you're a bit older for our future. Oh, boring. Then teach me, Rine. Oh, that's like a good idea. She used to be called Raisin's Lorelei. She had a duet with a professional and is called the Legend of the Tenno Festival. Oh, Mama, you're a legend? Is that amazing? Yeah, that means she's incredible. Incrucible. Anyone? Okay. Well, Mama, then starting today, you will be my mentor. You're earth-shatteringly amazing. Gosh, where do you learn those phrases from? Miss Darkness and Miss Darkness's older sister. Gosh, our regulars don't teach you anything good. You think so? The regulars are all fun, though. Yeah, that's true, but still. There are troubling times, like those two. They always come right after we close shop. Well, not only do they come during that time, they drink too, so it got to the point where we opened up for a bar jam too. But Kotori and Kurumin said they were busy a lot. Yet we find the time to come, so you best be thankful is what they said. Ach, Kurumi. Lol. Ich dachte schon Kurumin? Okay. Listen to me, Ryu. You never force appreciation onto people. You remember that, okay? And you're still small, so try not to wait up for them. You say that, but you're the one that takes her. You're too easy on Ryu. Papa loves Ryu. So Ryu loves Shido too.
Yeah, that's right. She loves Ryu and of course Rina too. I love you both too. Junge, Alter. Ja, ja, ihr werdet alles zu... Alter, was geht denn da ab? Schau dich mal das Wort an, das hat einfach 4 L's. Always be with Ryu. Yeah, always together. Right, always together. There's so much love that right in front of me. I can say for a fact to myself back then that I wasn't wrong. Hey, Ryu, how do you feel when you get to go out with the Shido and Rina you love so much? My heart feels very warm and fuzzy. I feel happy and it's fun. These days are going to continue tomorrow and the next day and the day after that. Over and over for infinity. I'm so happy. Sagt man da nicht eigentlich Eternity? Na gut. But here, happiness was all but assured. Let's go. Achievement Hunter, boys. So. Und jetzt müssen wir... Warte mal. Okay, jetzt ist eigentlich nur 34, okay. Also, die ganz normalen Choices müssen wir machen. I don't want to give up. Und dann einfach das, was wir noch nicht hatten, mehr oder weniger. Genau. I think you're right, kommt als nächstes. Zack. Und dann bei der nächsten Choice einfach nur das, was wir noch nicht hatten. Dann ist das letzte Ending, das heißt, wir spielen es jetzt in dieser Folge durch, Boys. Letzte Folge. Damn. Damn, 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 damn. Aber wie gesagt, wir haben jetzt halt auch dieses ganze, sage ich mal in Anführungszeichen, unnötige oder nicht wichtige komplett weggelassen, was das erste Spiel war, wo das überhaupt möglich war, was schon extrem die Zeit natürlich verkürzt hat, muss man einfach auch dazu sagen. Selbst ohne die Nebenquests sind es einfach mehrere Stunden, die jetzt hier uns erspart geblieben worden sind. Das ist schon ein krasser Vorteil. So. But I'm a bit lost in this temptation. Maybe I don't have to choose. I can let time tell. Maybe I'll be fine with that. It's easier if I let that happen. I bet you it'll be easier if I let that happen. I won't have to carry such a heavy burden. But I can't do that. To be the one who takes everyone else's bright futures away, I can't cut him off with my choice like Marina says. I'm going to stop thinking for now. I just want to enjoy this happy moment. So. Genau, und jetzt weiß ich nicht, was jetzt passiert. Jetzt kommt nämlich gar keine Choice mehr. Das ist nämlich das Bad End. Bad End Fragezeichen. Hey, I'm not in my room. Hey, warum ist das jetzt? Where am I? Immediately. Where did Ryu go? Da, 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 da. Hä? Okay, warum ist das jetzt nicht gelb? Das haben wir doch schon gelesen. Das weiß ich nicht mehr. Das ist jetzt was anderes, ja? Ja, okay, das ist jetzt was anderes. Welcome home. Oh, hey, you're home already. Yeah, it was so fun. That's nice. And you're eating breakfast. Yes, Kotori called for me and said she wanted toast for breakfast. There's more than just jam here. What's up with all these? I bought them. Now you just get very little. Very? Hey, Kotori, there's no more cash in my wallet. How much did you buy? Well, there's crab, uni, shrimp. It's obvious a normal household wouldn't need this. It's delicious, right, Maria? Yes, I can't believe it's toast. Gosh, you guys. And then... Our ordinary life slowly passed, and suddenly this world ended, suddenly without warning. Everything was engulfed in darkness, and I realized that once again I wasn't able to say goodbye. No way, as if this is the ending. What was I doing again? As I said that, I looked around me, I was
Obviously in my room. I stood in front of the desk and opened my drawer, but what was I doing just now? I can't remember. I went to go get something in my room, but I forgot what it was. I guess it's not the first time it's happened. I got home from school and came to get something, but I forgot. I feel like I've been in a daze for a long time. Am I sick? It's not like my body felt anything, so I can't really tell. Hey Shido, you're here, right? Give Toka the snack you made the other day. I can't wait to try your homemade snack. Hey, it's evening already. If you eat it now... Oh. I thought and I stopped myself. Toka will be fine. Oh, I have to close the drawer. Hang on. I felt like I was forgetting something. I feel like it was something really important, but I couldn't bring myself to remember for some reason. LOL. Aber ich habe das Achievement nicht bekommen. Oh. Nee, hä? Okay, das ist weird. Eigentlich hätte ich jetzt ein Achievement kriegen müssen dafür. Habe ich aber nicht. Ja gut, ist aber nicht so wichtig eigentlich. Also mir persönlich ist es zumindest nicht wirklich wichtig. Achievement-wise haben wir 7 Achievements nicht, aber die meisten davon sind einfach nur 100% alles sammeln, alles angucken. Es gibt ja noch hier diese Memory-Folder und so ein Zeug, da musst du noch alles angucken, alles durchgucken und so weiter und so fort. Das sind jetzt so die Kleinigkeiten, sag ich mal. Das ist jetzt nicht so wichtig. Genau. Und ja, dann war es das tatsächlich mit Rio Reincarnation so schnell. Das ging jetzt sehr schnell, das Bad End. Weil es vielleicht auch nicht ganz das Richtige war, weil ich das Achievement nicht bekommen habe. Aber wie gesagt, ist jetzt auch nicht so wichtig. Es ist eh das Ending, wo nicht mehr wirklich was passiert. Also ist ja eigentlich so schlimm und tragisch. Genau. Und ja, dann, wie gesagt, dann war es das mit Daily Life. Wir haben es tatsächlich durchgespielt. Es hat jetzt 10 Monate, glaube ich, gedauert. Ungefähr. Roundabout. 10 Monate. Aber, man muss dazu sagen, es waren 3 Spiele, nicht nur ein. Also ein Spiel über 10 Monate, what the fuck, das wäre ein bisschen crazy gewesen. Außer es ist ein unendliches Let's Play so gesehen. Also ein Online-Spiel oder halt irgendwas anderes, was man einfach unendlich lange spielen kann. Aber ansonsten für ein Singleplayer-Game oder für Singleplayer-Games wäre es ein bisschen extrem gewesen. Aber hier waren es ja 3 Spiele. Und von dem her, ja, wenn man die Länge der Spiele betrachtet, weil die ja wirklich sehr, sehr lange dauern, finde ich, ist es noch okay. Genau. Ja, dann machen wir vielleicht noch einen Abschluss. Also Rio Reincarnation hat mir actually am besten gefallen. Oder mit am besten. Also ich fand Rino Utopia und Rio Reincarnation, glaube ich, am besten. Insgesamt betrachtet. Aruzo in Style, muss ich zugeben, es hat mir einfach zu lange gedauert. Also Rino Utopia war ja schon extrem lang, aber Aruzo in Style hat ja nochmal... Das war ja nochmal, also hier ist ein normales Spiel, Rino Utopia war hier von der Höhe her, hier, und Aruzo war einfach hier. So, es war einfach zu viel Content, der einfach nicht notwendig war, um das Spiel zu verstehen. Das ist nicht storyrelevant, 80% von dem Spiel war nicht storyrelevant. Und das ist das komplette Gegenteil bei Rio Reincarnation, hier war maximal 50% nicht storyrelevant, also eigentlich fast alle Szenen haben ein bisschen oder zumindest minimal zur Story beigetragen und viel weniger, ja, so blöd es jetzt auch klingt, Zeit verschwendet, ja. Und das fand ich deutlich angenehmer auf jeden Fall. Und abgesehen davon ist Rinne eh mein Lieblingscharakter. Schade, dass die nicht im Anime vorkommt. Und ja, ich meine, dass ich Toka und so weiter und so fort nicht so gern mag, wisst ihr eh schon. Also war auf jeden Fall mal eine angenehme Abwechslung, weil die eigentlich gar nicht vorkam, die Charakter in Rio Reincarnation. Das war auch mal eine angenehme Sache. Oder was heißt gar nicht, stimmt natürlich nicht, aber ziemlich wenig verhältnismäßig. Und ja, deswegen auf jeden Fall gepasst. Und Aruzo ist auch ein cooler Charakter auf jeden Fall. Also wegen ihr mag ich jetzt nicht Aruzo in Style, sondern hauptsächlich wegen dem Anteil an nicht relevanten Dingen, die man durchspielen muss. Genau, aber wenn ich es ranken müsste, Rio Reincarnation 1, Rinotopia 2 und Aruzo in Style 3. Und
genau. Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, groß besprechen lohnt sich gar nicht. Ich meine, wer es bis hierhin geguckt hat, wird hoffentlich auch die anderen Parts gesehen haben und dann weiß er eh, was passiert ist. Also, ja, habe ich ja während dem Let's Play schon gesagt, dieses, ich kann damit nicht so viel anfangen, dieses Fiktive, das sind alles Charaktere, die existieren eigentlich gar nicht wirklich. Das eine ist ein Computerprogramm, die anderen beiden existieren eigentlich gar nicht, oder die anderen drei. Und so, ja. Ja, ist halt das Setting von dem Game, also da muss man halt Fan von sowas sein. Also ich persönlich, ja, kann damit jetzt nicht so viel anfangen, leider. Also ich fand es schon ganz cool, aber es war bei den beiden Spielen vor Rion Reincarnation auf jeden Fall so, dass es einfach zu lange gedauert hat, bis es mal zum Punkt gekommen ist, irgendwo. Und dann halt auch am Ende denkst du dir halt einfach so, ja, was hat das jetzt alles gebracht, weil es ja war ja eh nicht echt, so, weißt du? Da ist es halt dann vorbei und dann alle Erinnerungen werden gelöscht, alles ist vergessen und es ist eigentlich nie passiert. Und dann denkst du dir halt auch so, okay, und das habe ich jetzt 60 Stunden lang gespielt. Gut, 60 ist vielleicht übertrieben, weil ich hatte das Spiel so viel offen. Aber ja, dann hockst du halt da und denkst du so, ja gut, und das hat jetzt was gebracht. Ja, ist schon ein bisschen schwierig, finde ich persönlich, da eine andere Meinung zu äußern. Genau. Aber wie gesagt, also weiterempfehlen kann ich das Spiel jetzt euch natürlich nicht, wer hier das Spiel gesehen hat, weil ihr wisst ja, was passiert und dementsprechend wird es sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr wirklich lohnen, es jetzt noch zu kaufen. Aber ja. Genau. Gut. Was man natürlich noch auch dazu sagen muss, es hat natürlich noch nicht besonders positiv dazu beigetragen, dass ich alle drei Spiele direkt hintereinander gespielt habe, weil ich jetzt im Endeffekt die letzten 10 Monate lang die ganze Zeit Data Live gespielt habe, ohne Pause. Das hätte vielleicht auch nochmal bei Russo in Style vor allem, wahrscheinlich hätte das nochmal ein paar negative Emotionen gegenüber dem Spiel eventuell ein bisschen verhindert oder ein bisschen entschärft, sag ich mal. Aber gut, kann man nicht ändern. Ja, genau. Ja, dann war's das. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play. Bis dahin, macht's gut rein. Danke fürs Einschalten und ciao, ciao.